Ja, guten Morgen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Über Ransomware hört und liest man ja vieles. Und heruntergebrochen auf das Wesentliche kommt man letztlich immer zur unschönen Wahrheit, die man inzwischen immer öfter liest oder hört. Die Frage ist nicht, ob es ein Unternehmen treffen wird, sondern wann. Bis vor kurzem war die Lehre, die man als Unternehmen aus dieser Bedrohungslage gezogen hat: Wir müssen einfach dafür sorgen, dass wir ein nahtloses Backup anfertigen. Mittlerweile sind andere Problemfelder hinzugekommen, zum Beispiel zu lange Restore- oder Recovery-Zeiten. Soll heißen, als Unternehmen muss man natürlich nicht nur dafür sorgen, dass die Backup-Daten vorhanden sind, sondern sich auch Gedanken darüber machen, wie und vor allem in welchem Zeitrahmen die Daten wieder ins Produktivsystem kommen. Aber es gibt noch ein weitaus größeres Problem. Die Cyberverbrecher sind nämlich dazu übergegangen, die Backup-Daten selbst anzugreifen. Also heißt zu verschlüsseln und damit unbrauchbar zu machen. Meistens sogar als ersten Schritt, bevor dann die Produktivdaten dran sind. Und damit herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Mein Name ist Jürgen Enes, ich bin der Chefredakteur von Storage Insider und Ihr heutiger Gastgeber. Und der Titel unseres Webinars lautet Immutability, die maximale Sicherheit für Ihre Daten. Unser Experte erläutert darin im Detail, wie der Ausweg, also genau diese angesprochene Immutability oder Unveränderlichkeit der Daten in der Praxis aussehen kann. Und ich werde unserem Referenten dabei auf den Zahn fühlen und habe dazu natürlich auch einige Fragen vorbereitet. Sie dürfen aber auch Fragen stellen, und zwar über das Chatfenster im unteren Teil des Bildschirms. So, und an dieser Stelle darf ich Ihnen jetzt unseren Experten vorstellen. Sein Werdegang hat ihn vom Professional Service bei der Siemens AG über Betty TV, wo er Backend-Administrator war, zur Fast LTA AG geführt, wo er zunächst im IT-Operations- und Servicebereich tätig war. Also wie man 4 Jahre lang den Servicebereich für Silent Bricks geleitet hat, und wird er Ihnen auch gleich noch vorstellen, was das genau ist, unterstützt er seit 2018 als Technikexperte das Vertriebsteam. Entschuldigung bitte. Er spricht nicht nur öfter in Webinaren, wobei es sich häufig um Sizing und die Absicherung der Backup-Infrastruktur dreht, sondern er verantwortet auch die technische Schulung von Fast LTA. Außerdem sieht man ihn auch in den YouTube-Videos von Fast LTA, und ich habe mir den Kanal mal angeschaut und ich finde, Fast LTA hat da ein wirklich gutes Format auch gefunden. Shortcuts nennt sich das. Das sind also kurze Clips zwischen knapp 3 und knapp 7 Minuten mit geballten Infos zu einem klar umrissenen Thema. Also Daumen definitiv nach oben. So, aber zurück zu unserem Experten. Der hat mir nämlich noch was Privates verraten, das ich Ihnen auf gar keinen Fall vorenthalten will. Bei seinem Hobby ist unser Experte zu 100% analog unterwegs. Und zwar leitet er einen bayerischen Brauchtumsverein. Der ist dort aktiver Schuhplattler und spielt auch leidenschaftlich gern die steirische Harmonika. Außerdem hat er auch erzählt, ist er vor kurzem zum zweiten Mal Vater geworden. Und auf diesem Weg natürlich nochmal Glückwunsch dafür. Ich freue mich sehr, Herrn René Weber von Fast LTA begrüßen zu dürfen. Das war eine wunderbare Einleitung. Vor allem das Ende hat mich jetzt ein bisschen überrascht, aber es ist super. Es Ja, ist wenn tatsächlich du mir so. solche Sachen verrätst, dann genau. So, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, nochmal der kurze Hinweis, dass Sie sich bitte nicht scheuen sollen, Fragen zu stellen, und zwar über das Chatfenster. Aber jetzt meine erste Frage an dich, René. Der Titel des Webinars lautet Immutability, die maximale Sicherheit für Ihre Daten. Also vor allem in den letzten Jahren ist natürlich die IT-Security noch mehr in den Fokus gerückt als vorher. Aber was bedeutet eigentlich Sicherheit im IT-Umfeld? Vielleicht kannst du das ein bisschen genauer umreißen. Ich würde dazu tatsächlich mal die Präsentation gleich aufmachen. Also die Sehr gerne. Präsentation soll eigentlich nur ein bisschen mit Bildern stützen. So, schau mal schnell, dass ich die richtige finde. So sollte passen. Perfekt. Ansonsten bitte im Chatfenster schreiben. Das hat auch Nein, schon wieder. passt. Also ich sehe es zumindest. Perfekt. Ja, Sicherheit für die IT ist natürlich ein schwieriges Thema, weil Sicherheit, wie generiere ich Sicherheit? Vor allem, wie generiere ich eine extrem hohe oder vielleicht sogar eine 100% Sicherheit? Ich glaube, jeder, der sich mit IT beschäftigt, weiß, dass eine 100%ige Sicherheit ein Mythos ist, sage ich jetzt mal. Weil selbst wenn ich eine 100%ige Sicherheit hätte, wird die wahrscheinlich keine 5 Minuten durchhalten, weil natürlich permanent Sicherheitslücken gefunden werden, permanent neue Viren, neue Angriffe, neue Trojaner erscheinen und ich natürlich nie wahrscheinlich die Chance haben werde, so schnell darauf zu reagieren, wie die neuen Bedrohungen kommen. Das heißt, eine 100%ige Sicherheit geht weniger dahin, dass ich sage, meine Infrastruktur in sich ist zu 100% sicher, da kommt eh nie jemand rein, sondern ich muss an vielen Stellen eine Sicherheit schaffen.
um es zu einem jemanden, der angreifen möchte, so schwer wie möglich zu machen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist natürlich, mir selber zu ermöglichen, dass egal was passiert, ich auch immer wieder zurückkomme. Das ist aus meiner Sicht so ein bisschen der wichtigste Punkt und vor allem der Fokus auf eigentlich das wichtigste Gut, was ich als Unternehmen habe, und das sind in den allermeisten Fällen die Daten. Das heißt, ich muss eigentlich dafür sorgen, dass diese Daten eben nicht manipulierbar sind, dass diese Daten nicht gestohlen werden können, ist auch inzwischen ein Riesenthema, dass die Daten nicht gelöscht werden können, sodass ich meine Daten immer unter Kontrolle habe und jederzeit wieder zurück auf die Füße komme. Das bedeutet für mich Sicherheit der Daten, Sicherheit der Infrastruktur, die Sicherheit der IT, an vielen, vielen Stellen dafür zu sorgen, dass meine Daten niemals verloren gehen und dass ich sie auch, ja, nicht unfreiwillig rausrücke. Sagen wir es mal so. Genau. Also meine Frage wäre natürlich gewesen, erfahren wir denn heute, ob wie unsere IT hundertprozentig sicher wird? Und du hast jetzt schon gemeint, 100% geht nicht. Über welchen Bereich reden wir denn da? Also du hast jetzt schon erwähnt, dass eben, dass man letztlich der Ransomware oder besser gesagt den Cyberkriminellen immer hinterherlaufen muss. Mhm. Also antworten muss auf das, was die vorlegen. Ganz genau. Also das ist natürlich das Klassische, was man schon lange kennt. Das ist jetzt nichts Neues, dass ich sage, halte deine Systeme auf dem aktuellen Stand, kümmere dich darum, dass sie abgesichert sind. Und aktueller Stand bedeutet natürlich auch wirklich sehr aktuell auf den aktuellen Stand zu gehen. Dass es nicht immer die beste Idee ist, weil ein sehr aktueller Stand mag vielleicht auch noch Fehler beinhalten, das ist die andere Seite, bedeutet, dass ich mich trotzdem absichern muss, dass auch wenn ich auf den aktuellen Stand gehe, und dort einen Fehler entdecke, ich trotzdem wieder zurückgehen kann für eine kurze Zeit. Und das sind alles so Bereiche, die dann immer wieder rüber in den Bereich Backup schwappen, wo ich sage, ich brauche da noch eine Sicherheit, die muss heute vielleicht anders abgestuft sein, die muss vielleicht anders designt sein, sodass ich nicht alles von einem Tape wieder zurücklese. Mhm. Tape. Das ist übrigens ganz kurz zu dem Vorwort nochmal. Ich bin sehr traditionsverbunden, was bayerische Tradition angeht, aber tatsächlich mit Tape habe ich irgendwann abgeschlossen, um das mal kurz erwähnt zu haben. Das ist tatsächlich etwas, wo ich schauen muss, dass meine Infrastruktur eben sehr, sehr schnell auch wieder auf die Beine kommt. Und wenn ich mir da die Mechanismen anschaue, dann sind es natürlich wahnsinnig viele, die gleichzeitig greifen und an vielen unterschiedlichen Stellen greifen. Und ich glaube, um sich das ein bisschen näher anzuschauen, ich springe jetzt mal kurz auf die nächste Folie. Ich habe mal sowas ganz was Banales. Eine ganz, ganz einfache Infrastruktur, die einfach aus ein paar Maschinen besteht, aus einer virtuellen Umgebung besteht. Ich habe einen File-Server mit drin, ich habe ein Archiv mit drin. Und wenn ich mir so eine Infrastruktur anschaue, jetzt mal komplett das Backup außen vor lasse, dann wäre natürlich das Erste, dass ich sage, klar, nach außen hin Abschottung, Firewalls aufbauen. Die Firewall bitte immer auf dem aktuellen Stand halten, weil das ist genau dieser Punkt. Ich muss immer hinterherarbeiten, ich muss der Bedrohung hinterherarbeiten und das kann ich nur, wenn ich so aktuell wie möglich unterwegs bin. Das heißt, der Firewall so aktuell wie möglich halten, die Systeme dahinter so aktuell wie möglich halten, Sicherheitslöcher schließen. Und das bedeutet natürlich allein schon an der Stelle mit Firewall und ein paar Maschinen einen sehr hohen administrativen Aufwand. Das ist ganz klar. Und ich denke auch, das ist auch jedem bewusst, dass ich das nicht immer machen kann, weil es hängt mehr dran. Ich kann nicht jedes System sofort auf den aktuellen Stand hochziehen. Mhm. Es hängt Software dahinter, es hängt, eine Infrastruktur dahinter, die darauf angewiesen ist, vielleicht, dass ich auf diesem System bleibe. Das ist, glaube ich, spätestens seit vielen, vielen Jahren Windows XP. Jetzt haben wir das hinter uns. Wissen viele, was ich meine. Man kann stellenweise nicht auf den aktuellsten Stand problemlos hochziehen. Das heißt, ich muss noch mehr Sicherheit vorne in die Firewall stecken. Ich muss noch mehr Sicherheit in die Infrastruktur über Virenscanner stecken. Heutzutage geht man ja schon dahin, dass ich sage, okay, ich gehe jetzt komplett auf den Zero Trust. Ich schaue, dass ich die Permissions einschränke, dass eigentlich überhaupt keiner mehr Möglichkeiten hat, irgendwas auszuführen, was böse sein könnte. Ich gehe vielleicht sogar schon rein in die Infrastruktur und schaue, dass ich Verhaltensanalysen fahre. Das heißt, wirklich im Netzwerk merke, wo sind Veränderungen? Sind die vielleicht sogar böse? Das automatisiert über intelligente Systeme erkenne und dann an der Stelle schon warne. Aber am Ende des Tages, egal was ich hier treibe, Zwei-Faktor-Authentifizierung, Berechtigungseinschränkungen, Firewalls, Virenscanner, auch wenn ich alles auf dem aktuellen Stand halte, hundertprozentig wird es nie werden. Weil, wie du schon gesagt hast, ich renne der Bedrohung immer hinterher, egal wie aktuell ich bin. Genau, aber auf jeden Fall ist natürlich Firewall oder auch Virenscanner sind natürlich trotzdem Pflicht. Also auch wenn wir darüber sprechen, dass wir jetzt unser Backup sicher machen oder Immutability, geht es ja dann nachher darum. Trotzdem ist das natürlich die First Line of Defense, wenn man es mal so nennen möchte, oder?
Definitiv, definitiv. Also nicht, dass wir am Ende jemand rausgeht und sagt, der Weber hat gesagt, wir brauchen keine Virenscanner mehr, genau. Wir schalten heute Abend alle ab. Nein, das ist es natürlich nicht. Es ist am Ende, glaube ich, eine Kette aus vielen Dingen. Also man sagt immer, und das finde ich tatsächlich falsch, man sagt immer, es reicht ein Loch in der Infrastruktur und der Angreifer ist drin. Sehe ich anders. Ich glaube, man braucht sehr, sehr viele Löcher, weil es ist nie eine Stelle, wo ich reinkomme, sondern ich komme in eine Stelle rein und dann muss ich die nächste Stelle finden, dann muss ich die nächste Stelle finden, bis ich so tief drinnen bin, dass ich jetzt hier an dem Beispiel mein Active Directory oder das Active Directory des Kunden übernehmen kann. Das Kunden ist vielleicht der falsche Ausdruck. Das Angegriffene des Opfers, danke, ja. Übernehmen kann. Da brauche ich schon sehr, sehr viele Löcher. Das heißt, am Ende viele Stolpersteine sozusagen helfen mir schon extrem weiter. Aber, und da ist natürlich zum einen mal die kriminelle Energie ein Thema und zum anderen, wie viel kann ich damit verdienen? Es geht ja immer ums Geld am Ende. Mhm. Mit genug Aufwand bin ich der Meinung, komme ich überall rein. Das ist natürlich am Ende nur die Frage, wie viel Aufwand möchte ich dafür betreiben und lohnt sich das am Ende noch für mich? Das heißt, viele, viele Stolpersteine helfen mir schon, dass zumindest keiner ganz so weit kommt und vielleicht früher aufgibt. Sind denn die Cyberkriminellen, sind die denn auch professioneller geworden oder ist es einfach so, dass die jetzt bessere Mittel haben oder vielleicht sogar beides? Ja, ich denke beides. Also zum einen mal durch die Ransomware-Angriffe hat sich das Ganze von einer reinen Cyberkriminalität, wo ich gezielten Opfer aussuche, eher in so einen, ja, das klingt jetzt blöd, aber in so einen Massenmarkt transformiert. Das heißt, jeder, der gerne möchte, kann sich seine Ransomware im Darknet besorgen, kann das Zeug verteilen, auf USB-Sticks irgendwo auf den Parkplatz schmeißen und hoffen, dass genug Leute das einsammeln. Also, so banal es klingt. Aber tatsächlich, dieser Mechanismus der Ransomware, der hat sich inzwischen nochmal so geändert, dass er jetzt natürlich auch von den Cyberkriminellen mit dieser zielgerichteten Energie genutzt wird. Das heißt, ich nutze die Ransomware als Tool für meinen kompletten Angriff, den ich am Ende gefahren habe. Und das gibt dem natürlich nochmal eine, ja, auch Qualität wäre das falsche Wort, eine andere Gefahr, sage ich mal, dass ich eben nicht nur einen Angreifer habe, der in mein Unternehmen kommt und mir Daten stiehlt, sondern dass er am Ende auch Daten verschlüsselt, Daten löscht und mich auch noch erpressen kann auf zwei Wegen. Zum einen vielleicht mit gestohlenen Daten, zum anderen mit Daten, an die ich selber nicht mehr drankomme. Kann man denn feststellen, an welche oder welche Unternehmen hauptsächlich angegriffen werden? Hängt es von der Größenordnung ab des Unternehmens oder gibt es spezielle Branchen, die besonders gefährdet sind oder ist einfach jeder im Prinzip Ziel? Ja, ich glaube, da muss man auch wieder unterscheiden zwischen den Streuangriffen, ich nenne es mal so, und zwischen den gezielten Angriffen. Ich glaube, die gezielten Angriffe gehen tatsächlich eher auf Unternehmen, wo sich es auch rentiert. Und da sind die Angreifer, also was man hört, was man liest, erschreckend gut vorbereitet oder kommen schon erschreckend weit rein. Das heißt, ich habe von Fällen gehört, da hat der Angriff, nachdem er passiert ist, ein Lösegeld gefordert. Und das Unternehmen, man sagt ja inzwischen, man kann teilweise auch verhandeln, hat dann versucht zu verhandeln und der hat gesagt, nein, eure Versicherungssumme ist so hoch, die liegt genau auf dem Server an der Stelle. Das weiß ich und deswegen verhandle ich an der Stelle nicht. Das heißt, die Angreifer wissen schon sehr, sehr genau, wen sie da angreifen und ab welcher Stelle sich es noch rentiert und ab welcher Stelle man sagt, okay, jetzt nochmal eine Woche da rein investieren, das macht keinen Sinn, so viel Geld haben die gar nicht. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch nach wie vor die Angriffe, die einfach blutmäßig passieren und da ist es völlig egal, wen es da erwischt. Und ich glaube auch, dass tatsächlich durch relativ einfache Mittel man schnell feststellen kann, ob jemand veraltete Firewalls vorne sitzen hat, die vielleicht noch Löcher haben, sodass ich sehr, sehr früh auch merken kann, okay, bei dem komme ich vielleicht sehr leicht rein und dann höchstwahrscheinlich auch sehr, sehr leicht weiter. Dann muss ich vielleicht gar keinen haben, der, ich sag mal, eine Universität ist beispielsweise, sondern vielleicht ist es auch ein kleiner Fisch, aber das macht natürlich auch Geld. Okay, ich habe dich jetzt ein bisschen weggebracht von den Mechanismen, bei denen wir gerade waren. Genau. Ja, ich war ja gerade beim Zusammenfassen von diesen Mechanismen, die ich jetzt in der Infrastruktur selber habe. Ich habe jetzt hier an der Folie das Backup noch gar nicht mit drinnen, weil ich denke, wie vorhin schon gesagt, das ist alles sehr, sehr wichtig. Viele Stolpersteine, Firewall, Virenscanner. Aber am Ende muss man auch diesen Fall betrachten und das ist eigentlich jetzt inzwischen dieser wichtige Fall, der gerade durch Ransomware eben extrem Fahrt aufgenommen hat und durch diese kombinierten Angriffe, was passiert denn, wenn doch einer reinkommt oder wenn doch einer genug Energie aufwendet? Und das ist genau die Stelle, wo inzwischen das Backup extrem wichtig ist. In der Vergangenheit, auch in meiner persönlichen Vergangenheit, in der IT-Historie, war Backup ja für einen Angriff,
aber eher, wenn ich aus Versehen was gelöscht habe, wenn ein Rollout fehlgeschlagen ist, wenn ein Betriebssystem-Update nicht funktioniert hat. Das heißt, eigentlich aus Fehlern, die im Daily Doing sozusagen passieren, wieder rauszukommen, und Angriffe waren sehr, sehr selten. Inzwischen sind die Angriffe viel häufiger geworden und damit hat das Backup einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Es ist inzwischen ein Muss, ein Backup zu haben. Und eigentlich müsste man diese Rolle noch weitermachen und sagen, es ist nicht mehr nur das Backup im Fokus, sondern es ist der Recovery im Fokus. Weil wenn ich mich auf den Recovery konzentriere und sage, ich muss einen Recovery können, dann impliziert das ein funktionierendes Backup, aber ich habe auch einen funktionierenden Recovery. Und auch das ist in der Vergangenheit, ich habe es vorhin kurz gesagt, von Tape habe ich mich ein bisschen losgesagt, ist in der Vergangenheit bei mir immer das Thema gewesen, das Unternehmen hatte ein Backup, das war noch vor Siemens Zeiten, das Unternehmen hatte ein Backup, aber wenn man ein Recovery gefahren hat, hat man sehr, sehr viele Tagestapes einlegen müssen, um das Funktionierende zu finden, auf dem es dann auch wirklich geht. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man auch einfach das Mindset ein bisschen ändert und sagt, ich konzentriere mich mehr auf den Recovery. Große Backup-Hersteller sagen das auch. Am Ende, der Plan muss das Recovery mit beinhalten, idealerweise regelmäßig anstarten, um dann eben auch sicherzustellen, dass ich ja meine Daten im Worst Case wieder zurücklesen kann. Sehr guter Punkt, genau. Ich habe jetzt hier eine Frage, die reingekommen ist von unseren Teilnehmern. Super. Bringen Pentests denn etwas? Es bringt alles etwas, was mich auf meine Schwachstellen, auf meine Schmerzen und vielleicht auch auf meine Fehler hinweisen kann. Bin ich ganz fest von überzeugt. Das heißt, alles, was ich tun kann, um festzustellen, wo habe ich vielleicht Löcher, um festzustellen, an welcher Stelle funktioniert vielleicht auch der Recovery nicht. Genau, das gehört auch mit dazu. Also auch ein Backup kann man penetrieren. gehört alles mit dazu und ich finde das sehr, sehr wichtig. Absolut, ja, definitiv. Also ich denke mal, das Wichtige ist natürlich auch, in dem Moment muss man sich ein bisschen auch in diese Cyberverbrecher reinsetzen, denn die suchen ja die Lücken. Das heißt, Ganz ich muss klar. natürlich auch die Lücken finden, die die dann eventuell finden könnten. Das unterschreibe ich sofort. Genau, okay. Ich glaube, wir haben jetzt eine Umfrage oder kommt die dann ein bisschen später, Nee, René? das ist ein sehr guter Punkt. Die Umfrage würde ich jetzt als nächstes mit reinnehmen. Nur nochmal wichtig, bevor ich die Umfrage reinspiele, weil die Umfrage heißt dann, wurden Sie bereits Opfer eines in Klammern Ransomware-Angriffs? Weil ich finde, es ist ganz wichtig, inzwischen auch Ransomware und den Angriff nicht immer als Kombination oder als ein einziges zu sehen. Weil es gibt beides. Es gibt nach wie vor beides. Genauso wie es nach wie vor den Chef gibt, der seine E-Mails aus Versehen gelöscht hat, die aus dem Backup wiederhergestellt werden müssen. Es gibt den Angriff, es gibt die Ransomware, es gibt die Kombination aus beiden. Und natürlich ist alles von dem etwas, wo mich das Backup schützen kann. Und deswegen würde mich das sehr interessieren, ob es in dem Umfeld der Zuhörer etwas in der Richtung schon mal gegeben hat. Einfach nur, um ein Gefühl zu bekommen, wie häufig haben wir das inzwischen. Weil, wie du eingangs schon gesagt hast, es geht nicht mehr die Frage, werde ich es jemals, sondern wann. Genau. Also Sie sehen jetzt, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, hier wird gerade die Umfrage eingespielt. Und die Frage, die der René ja schon gestellt hat, wurden Sie bereits Opfer eines Ransomware-Angriffs? Und ja, wir haben jetzt hier die Möglichkeiten, ja, nein oder ich weiß es nicht. Denn oft kann natürlich auch sein, dass man keinen Überblick hat. Also stimmen Sie bitte ab, greifen Sie zur Maus. Mit einem einfachen Klick können Sie hier entsprechend die Antwort ankreuzen und ich bin selber auch sehr gespannt, wer schon sowas Übles erlebt hat oder wem es eventuell noch bevorsteht. Und ich denke mal, Sie stimmen jetzt schon fleißig ab und ich denke mal, unsere Technik wird auch gleich die Ergebnisse dann einspielen. So, ich sehe die Ergebnisse. René, kannst Ja. du sie auch sehen? Ja, Gut, ja. also wir haben ja 17%, nein 83%, weiß nicht, wurde ausgeschlossen. Hätte ich jetzt persönlich ein bisschen höher die Ja-Antworten angesetzt, aber eigentlich umso besser, wenn es noch nicht so viele waren, die es erlebt haben und die sich dann noch eben effektiv schützen können davor. Definitiv, definitiv. Also ich finde 17 tatsächlich schon sehr hoch. Ja, Also man muss okay. sich überlegen, was da alles passieren muss, bis ich so einen Angriff wirklich aktiv auch wahrnehme. Ich meine, Angriffe, man hat es früher dann so ganz gern so Script-Kiddies genannt, die dann mal von außen irgendwie probieren, irgendwo reinzukommen. Das sind ja keine Angriffe, die ich aktiv wahrnehme, wo ich am Ende sage, ja, ich wurde schon Opfer. Sondern das ist ja quasi ein Angriff, der vorbeifliegt, wo ich merke, okay, da hat es jemand probiert, aber passt.
Und dass ich wirklich Opfer werde, ich glaube, da muss schon mehr passieren. Und da finde ich 17% schon sehr hoch. Also Firewall und Virenscanner und so weiter funktionieren natürlich nach wie vor. Aber wie du sagst, erfolgreich ist natürlich wieder was anderes dann. Ja. Ganz genau. Dann springen wir noch mal kurz zurück auf die Folie von gerade eben. Mhm. Weil was vielleicht an der Stelle auch noch mal ganz wichtig ist, jetzt haben wir gerade erfahren, 17% ungefähr sind schon mal Opfer geworden. Es gibt ja auch in Deutschland eine Institution, die sich auch mit Richtlinien und mit Tipps darum kümmert, dass die deutsche Industrie auch anständig gerüstet ist. Und der BSI tatsächlich sagt auch, dass inzwischen für die Absicherung gegen Ransomware das Backup eigentlich das Maßgebende ist. Und vor allem nicht nur das Backup, sondern sie sagen das funktionierende Backup. Und das ist ganz wichtig, weil dieses Wort funktionierend impliziert wieder, dass ich auch den Recovery teste. Also bitte immer das im Hinterkopf behalten. Und das muss regelmäßig geprüft werden. Das sagen sie auch nochmal explizit dazu. Das heißt, sie bekräftigen das Ganze noch. Es ist also extrem wichtig, diese Backups auch regelmäßig zu prüfen. Und in dem Bild, was ich jetzt hier eingeblendet habe, glaube ich, sieht man auch, wenn ich jetzt unten von der Backup-Software ein bisschen Richtung Süden gehe, sieht man, es gibt doch wahnsinnig viele Möglichkeiten. Also die hier reichen natürlich nicht aus. Das sind jetzt nur ein paar Beispiele. Es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, wie ich mein Backup dann am Ende auch laufen lassen kann, wie ich mein, auf welche Speicher ich rausgehe, ob ich es jetzt transportabel mache, ob ich es, sag mal, modern mache über einen Cloud-Provider oder lokal in meiner eigenen Cloud, ob ich es als Netzwerkspeicher, ob ich es als lokalen Speicher, ob ich vielleicht die internen Platten, ob ich es als Blockstore, also ob ich USB-Platten nehme, ich glaube, weiß jeder, worauf ich hinaus will. Es macht es immer komplexer. Und die Komplexität ist natürlich schwierig, auch wenn ich den Recovery fahren möchte. Das heißt, allein schon für den Test des Recoveries bringt es mir einen Vorteil, wenn ich unten diese Komplexität ein bisschen rausnehmen kann. Für die Struktur selber bringt es einen Vorteil, wenn ich die Komplexität mit rausnehmen kann. Und natürlich für den Ransomware-Schutz, der jetzt im Backup-Pfad auch noch extrem wichtig ist. Weil man darf nicht vergessen, die Ransomware muss nicht nur den oberen Bereich mit den PCs und der VM betreffen, sondern kann auch unten meine komplette Backup-Kette betreffen. Das heißt, mein Reserverad hat plötzlich ein Loch. Das wäre natürlich sehr unangenehm. Und das ist ganz wichtig, an der Stelle auch was zu tun. Also wir kommen natürlich jetzt dem eigentlichen Thema deutlich näher. Und vielleicht nochmal zu diesem Zusammenhang zwischen Ransomware und Backup. Es ist ja auch andersrum. So, wenn es heute um Backup geht, denkt fast jeder automatisch an Ransomware und nicht nur andersrum. Aber viele Backup-Lösungen bieten doch bereits Ransomware-Schutz, oder? Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Das ist ein sehr guter Punkt, weil das höre ich tatsächlich auch häufig. Wo brauche ich jetzt noch einen Ransomware-Schutz? Ich habe ja schon meinen, mag jetzt keine Werbung machen, ich habe jetzt schon meine Backup-Lösung, die hat das mit drinnen. Ja, ist richtig, die meisten Backup-Lösungen haben inzwischen einen Ransomware-Schutz, haben auch inzwischen einen Virenscanner, der vielleicht mitläuft. Aber ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, was das genau macht. Schauen wir mal kurz, ob ich hier einen Mauszeiger hinbekomme. Ja, das schaut gut aus. Wenn ich mir jetzt überlege, ich habe oben meine Infrastruktur, dazwischen meinen Backup-Server, der die Daten quasi zusammensammelt. Ich bin ja da meistens damit Full-Backups und Increments unterwegs. Das kennt wahrscheinlich auch jeder. Das heißt, ich sammle mir mal alle Daten, die ich oben habe, zusammen und schreibe die in einem großen Block unten irgendwo weg. Dann kümmert sich die Backup-Software an der Stelle darum, dass sie diese Daten, die sie zusammensammelt, schon mal auf Ransomware untersucht. Das ist auch sehr sinnvoll, weil ich will ja keine Ransomware in meinem Backup haben. Also in den geschriebenen Backup-Blöcken möchte ich keine Ransomware drin haben. Das kann es natürlich sein, dass ich trotzdem Ransomware wegschreibe, weil vielleicht die Detection diese Ransomware noch nicht kennt oder diese Variante. Das heißt, wenn ich dann irgendwann mein Recovery fahren möchte, hätte ich eine Ransomware in dem Backup, die ich mir wieder einspiele. Das möchte ich natürlich auch vermeiden. Das heißt, auch an der Stelle kann die Backup-Software dieses Backup-File, was wieder zurückkommt, auf Ransomware prüfen, bevor es wieder in meine Infrastruktur als VM, als PC, als File-Server eingehängt wird. Was aber die Backup-Software dann nicht kann, das ist, die Hardware, die unten drunter hängt, also wirklich physikalisch die Hardware zu schützen. Sie kann nur die Daten, die sie transferiert, schützen, aber nicht die Hardware selber. Und genau das wissen natürlich die Angreifer auch. Jetzt muss ich doch jemanden mit reinnehmen, einen Backup-Hersteller, weil tatsächlich Veeam dazu eine Studie gemacht hat. Veeam hat analysiert, wie die Angriffe auf die Backup-Daten passiert sind in Vergangenheit oder in der Vergangenheit, in vergangenen Angriffen. Und wie viele davon eigentlich erfolgreich waren und wie viele nicht. Und sie haben festgestellt,
70% der Angriffe auf die Backup-Daten selber, also auf die Hardware, die unten drunter hängt, auf die Daten, die dort abgelegt sind, sind erfolgreich. 70%. Das erhöht schon wieder extrem das Risiko, dass ich meine Daten verliere. Und das bedeutet am Ende, die Backup-Software hat gar keinen Einfluss drauf, weil das, was passiert ist, der Angreifer geht unten auf den NAS-Speicher, vielleicht auf den S3-Server, vielleicht auf die Tape-Library. Da ist es am einfachsten, wenn die Tapes drinnen sind, und löscht oder verschlüsselt alle Daten. Übrigens, das Letzte, was ich jetzt kürzlich gehört habe, ist, dass Verschlüsseln eigentlich auch viel zu viel Zeit braucht. Das heißt, man wiped einfach, löscht alles weg. Das macht es viel schneller und damit kann man auch schneller Lösegeld erpressen. Aber das ist natürlich genau der Punkt. Diese Gefahr da unten ist vielen nicht bewusst, weil viele sagen, die Backup-Software hat ja schon einen Virenscanner, die Backup-Software hat eine Ransomware-Protection. Da kann mir ja nichts mehr passieren, aber doch kann es schon, weil mein Storage, das unten drunter hängt, meine Tape-Library, mein NAS-Speicher, sind natürlich auch auf anderen Wegen erreichbar. Und wenn ich das schaffe, dort drauf zu kommen, vielleicht auch als Angreifer über die Backup-Software, also über den Backup-Server, kann ich natürlich Daten löschen und auch Daten verschlüsseln. Also die Kriminellen versuchen einfach immer einen Schritt voraus zu sein. Ne? Wenn es über die Software nicht geht, dann gehe ich eben auf die Hardware. Ganz genau. Also man kann natürlich, mein Chef vergleicht das immer sehr schön mit dem Auto. Ich finde, das ist ein super Vergleich. Ich kann bei einem Auto natürlich extrem viele Reifen aufziehen, sodass ich keine Panne habe. Das heißt, es wird dann ungefähr den Firewalls und Virenscannern entsprechen. Das heißt, ich baue immer mehr Reifen drauf, dass ich keine Panne habe. Dann kann ich noch alle paar hundert Meter stehen bleiben. Das passt dann eher zu unserem Archivbereich und nachschauen, ob alles passt. Das wäre dann die Auditierung der Daten. Und ich kann mir noch ein Reserverad einpacken. Und was natürlich die Angreifer machen, ist, sie greifen erstmal das Reserverad an, weil dann kann ich mir ganz entspannt Zeit lassen bei dem Rest, weil dann ist irgendwann Feierabend. Egal, wie viele Reserveräder ich dabei habe. Und da wird mich tatsächlich gleich die nächste Frage beschäftigen. Jetzt haben wir gerade schon mal gefragt, wie viele hatten schon einen Angriff? Wir wissen jetzt, 17% der Teilnehmer waren schon mal ein Opfer von einem Angriff. Und mich wird da wahnsinnig interessieren, wie viele der Zuschauer und Zuhörer denn der Meinung sind, dass ihr Backup-Speicher schon, so wie wir es jetzt hier gerade gelernt haben, gegen Ransomware und gegen aktive Angriffe abgesichert ist. Das heißt, wer sagt, mein Backup-Server kann nicht, mein Backup-Storage kann nicht angegriffen werden, da bin ich mir 100% sicher, dass ich, egal was passiert, immer wieder zurückkomme auf meine Daten. Also ich denke mal, unsere Technik wird gleich die zweite Umfrage einspielen. Hier kommt sie auch schon. Und genau wie es der René gesagt hat, ist Ihr Backup-Speicher in sich Ransomware sicher? So, und wir haben auch hier die Auswahl ja, nein und weiß nicht. Bin sehr gespannt, was hier als Antworten gegeben werden. Bitte, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, greifen Sie zur Maus. Stimmen Sie mit ab. Was ist Ihre Meinung? Ist Ihr Backup-Speicher in sich Ransomware sicher? Das heißt, fühlen Sie sich geschützt oder fühlen Sie, dass Ihre Backup-Daten geschützt sind? Ja oder nein? Oder sind Sie sich unsicher, ob dem wirklich so ist? Ich denke mal, ich sehe schon, Sie machen da auch wieder fleißig mit. Und ich denke mal, auch hier wird unsere Technik gleich die Ergebnisse einspielen, die wir dann sehen. So, die Umfrage ist beendet. Ist Ihr Backup-Speicher in sich Ransomware sicher? Ja, sagen 26%, also ungefähr ein Viertel. Nein, also über ein Drittel meinen, das ist nicht so und weiß nicht, also knapp 40%, 39, sagen sie, sind sich eben nicht sicher. Also eine Unsicherheit, die angesichts der Bedrohungen, die es überall gibt, ja auch eigentlich verständlich ist. Weil, wie du gerade gesagt hast, wenn man davon ausgeht, dass die Software an sich sicher ist, die Backup-Software, aber dann die Hardware dann doch infiziert wird, ist natürlich eine Unsicherheit dann. Genau, ganz genau. Ich finde es total spannend, gerade das Thema mit weiß ich nicht. Das ist, muss ich echt sagen, an der Stelle gut, dass Sie heute dabei sind, weil genau das ist mein Ziel. Also wir haben es ja vorhin schon gelernt, wir haben so kleine Videos auf YouTube, die probieren, auf die Schnelle Informationen zu transportieren, weil wir sind tatsächlich der Meinung, je mehr Informationen man transportiert und je mehr Bewusstsein man drüber schafft, wo ist man sicher, wo ist man nicht sicher, desto mehr können wir Ihnen helfen, am Ende ganz klar zu sagen, ja oder nein, und dann zu entscheiden, bei nein, rufen wir mal wieder Fast an, was ja klar ist. Genau. Vielleicht ganz kurz, bevor du weitermachst, nochmal den Aufruf an unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Stellen Sie bitte Fragen, und zwar über unser Chatfenster. Also es gibt hier noch ein anderes Fenster, ein Q&A-Fenster. Aber wir bitten Sie eben, die
das Chatfenster zu benutzen. Wir haben jetzt trotzdem hier eine Frage bei den Fragen und Antworten, die wollen wir natürlich jetzt nicht übergehen. Ich lese die jetzt einfach mal vor. Studie bezüglich Viren setzt voraus, dass man alle Angriffe auch bewusst mitbekommen hat. Also auch da haben wir ja vorher schon mal drüber kurz gesprochen. Dadurch ist natürlich 70% successful eine Menge. Viele bekommen es auch nicht mit, weil kein Schaden entstanden ist und hierdurch nicht auf dem Schirm ist. Deshalb ist die Studie etwas schwierig, wie ich finde. Vielleicht kannst du das auch einfach nochmal kurz kommentieren, René, aber wir hatten das vorher ja schon angesprochen. Ja gut, die Studie geht natürlich darauf hinaus, wie viele von den Angriffen, die man gemerkt hat, also ich muss ja den Angriff erst merken, damit ich an der Studie teilnehme. Wir hatten ja gerade die Frage, wer wurde schon mal aktives Opfer und wer nicht. Und da war ziemlich klar, die einen haben gesagt ja, die anderen haben gesagt nein, ein weiß nicht, war gar nicht dabei. Das heißt, ich glaube, wenn man sich das nochmal ins Bewusstsein holt und überlegt, wie viele von diesen Leuten, wenn ich jetzt frage, ist dort wirklich der Angriff bis auf den Backup-Speicher durchgegangen, dann glaube ich, hat man eine ziemlich klare Antwort. Also ganz so würde ich es nicht sehen, aber sicherlich gut mal drüber nachzudenken. Da haben Sie schon recht. Ja. Okay. Guter Punkt. Genau, vielen Dank. So, jetzt René. Super. Dann starten wir mal durch. Jetzt haben wir schon gelernt, dass die Infrastruktur eine gewisse Absicherung hat, dass es auch sehr wichtig ist, dass der Backup mir hilft, aus dem Worst Case wieder rauszukommen und dass aber der Speicher vom Backup selber dringend geschützt gehört. Und dass häufig kein Bewusstsein da ist, ob und wie das passiert und tatsächlich häufig auch das Bewusstsein schon da ist, ich habe da gar keinen Schutz und ich muss da was tun. Wenn ich mich jetzt damit beschäftige, was kann ich da tun an der Stelle, dann komme ich sehr, sehr schnell zu dem Thema Immutability oder Immutable. Das nutzen natürlich auch verschiedene Backup-Hersteller für ihre Lösungen. Immutable File System ist so ein Wort, das man vielleicht schon mal gehört hat. Object Locking, also es gibt da wahnsinnig viele unterschiedliche Wörter. Man kann sich jetzt natürlich fragen, bedeutet das irgendwie alles dasselbe oder gibt es da Vorteile oder Nachteile bei unterschiedlichen Möglichkeiten? Brauche ich vielleicht alles davon? Das heißt, muss ich meine Infrastruktur noch komplexer im Backup-Bereich aufbauen oder reicht mir eins? Kann ich alle anderen Server rausschmeißen? Und die ganz klare Antwort ist jein. Das ist natürlich immer eine Mischung, aber nein, Sie brauchen nicht alles und nein, eins alleine wird wahrscheinlich auch nicht reichen, aber das kommt immer sehr, sehr auf den Anwendungsfall an. Und deswegen schauen wir uns doch mal die Möglichkeiten, die mit Immutability oder die Wege der Immutability an, die wir jetzt in unseren Produkten drinnen haben. Und ich glaube, das sind auch so ziemlich alle, die man auf dem Markt finden kann in der Form. Und ich probiere mal auf jeden Einzelnen einzugehen, um ein bisschen zu erklären, was steckt da dahinter, was bedeutet es? Und welche Vorteile bringt das? Weil tatsächlich am Ende Immutability, jetzt haben wir hier vier unterschiedliche, ich lese mal kurz vor, wir haben die sogenannten Continuous Snapshots, also eine Sicherheit über eine Snapshot-Logik zu generieren. Wir haben das sogenannte Object Locking, das ist die Sicherheit in der S3-Schnittstelle. Den Airgap oder wie man früher gesagt hat, Tape. Inzwischen kann man ja sehr viele unterschiedliche Medien rausnehmen. Ebenso übrigens wie unser Brick, transportables Medium, ganz wichtig. Und ich kann natürlich auch mit einer Verwurmung arbeiten. Verwurmung dann aber bitte wirklich als Hardware-Verwurmung, weil sonst ist es kein echter Wurm, sonst bleibt es ja in irgendeiner Form angreifbar. Die vier unterschiedlichen Möglichkeiten, wenn ich jetzt mal in den Backup-Bereich reinschmeiße und sage, ich möchte die gerne unter meinem Backup-Button platzieren, wo setze ich da welchen hin, welcher hat welchen Vorteil, dann muss ich, bevor ich das machen kann, erstmal sehr, sehr viele Fragen beantworten. Ich muss mir überlegen, wie lange möchte ich denn die Backups aufheben, in welchem Bereich? Wie granular soll das Ganze sein, auch was die Sicherheit angeht? Wie lange soll das abgesichert sein? Gibt es denn dann trotzdem noch jemanden, der darauf Zugriff haben darf, der es vielleicht verändern darf? Meine Backup-Software, darf die nicht dann trotzdem, sie muss ja das Full-Backup auch mal überschreiben oder vielleicht mergen oder vielleicht verändern. Darf sie das dann? Darf sie es nicht? Wie kann ich entscheiden, ob es die Backup-Software ist oder ein Angriff? Das sind wahnsinnig viele Fragen, die sich je nachdem, was für einen Mechanismus ich nutze, komplett anders beantworten lassen und auch komplett anders umsetzen lassen. Bevor wir jetzt auf die einzelnen Möglichkeiten oder einzelnen Stufen oder wie auch immer gehen, das hört sich ja echt total komplex an. Wenn ich jetzt versuche, mich mal in so ein normales oder vielleicht ein mittelständisches Unternehmen reinzuversetzen, welchen Zeitrahmen muss ich denn da für die Planung ungefähr ansetzen oder wer kann mich denn da beraten, bevor es dann an die Umsetzung geht? Wie funktioniert sowas in der Praxis?
Ich glaube, das Wichtigste, was man, bevor man sich heransetzt, machen sollte, ist, dass man, also das ist, glaube ich, schon die erste und die wichtigste Stelle, die vielleicht sogar bei den meisten am zeitintensivsten ist, dass man sich erstmal mit seinem bestehenden Backup-Konzept nochmal auseinandersetzt und sich vielleicht auch klar darüber wird, dass dieses Backup-Konzept, wie ich es die letzten 10 Jahre gefahren habe, so nicht mehr funktionieren wird und nicht funktionieren kann. Weil was ich sehr, sehr häufig habe, ist, dass versucht wird, das Backup-Konzept, so wie es bisher war, nur mit anderer Technik irgendwie weiterzuführen und damit mehr Sicherheit zu generieren. Und das endet häufig darin, dass zum einen, das habe ich vorhin in der Aufzählung vergessen, mein Backup nicht mehr in der richtigen Zeit unterkommt, vielleicht sicherer werden würde, aber ich es nicht mehr schaffe. Oder dass mir das auf die Dauer entweder zu teuer wird oder wieder zu komplex. Das heißt, ich brauche plötzlich wieder wahnsinnig viele unterschiedliche Lösungen, um das Ganze abzubilden. So ein klassisches Beispiel wäre, ich habe bisher jeden Tag ein Tape rausgezogen, die Tapes sind aber zu langsam, ich brauche jetzt was anderes, was ich jeden Tag rausziehe. Da wird es nicht viele Alternativen geben, solange ich dieses Konzept in der Form weiterfahren will. Das heißt, da muss man nochmal zurückrudern und sagen, okay, was sind eigentlich meine Wünsche? Was sind meine Anforderungen? Ich möchte gerne ein tägliches Backup haben, das soll sicher gegen Ransomware und gegen Angriffe sein. Muss es dafür ein Tape sein? Nein, muss es nicht. Mhm. Wir sehen jetzt hier auf dem Bild, es gibt 4 unterschiedliche Möglichkeiten, wie ich eine Sicherheit generieren kann. Das zweite ist, vielleicht habe ich eine Versicherung gesagt, es muss aber ein AirGap da sein. Ist auch legitim. Ich bin auch ein Fan vom AirGap. Regelmäßig ein Brick rausziehen, ein Medium rausziehen und auslagern, bringt mir natürlich die höchste Sicherheit, die ich haben kann, weil es ist entkoppelt und offline. Da wird keiner drankommen. Das ist aber nur realistisch, wenn es auch machbar ist. Wenn ich zu große Datenmengen habe, muss ich einen anderen Weg finden. Das heißt, man muss wirklich nochmal von Anfang an, from scratch ganz schön, mit Bleistift und Papier sich überlegen, was sind eigentlich die Anforderungen, die ich habe, und sich dann zu der Frage, wie macht man das am besten mit dem Systemhaus zusammensetzen, gerne auch bei uns mal anrufen, sich beraten lassen. Ich mache sehr, sehr viel Backup-Sizing und Backup-Konzeptionierung, ja, möchte ich es jetzt nicht nennen, aber Beratung, welche Möglichkeiten man da hat. Und das natürlich gerne zusammen mit einem Systemhaus oder mit einem Partner, dass man am Ende auch wirklich eine schöne Lösung hat, wo alles mit drin ist. Perfekt. Also ich würde auch sagen, wenn es um Umdenken geht in Unternehmen, ist es oft schon notwendig, einfach auch von extern jemanden noch zu holen, weil oft tut man sich einfach schwer, weil man halt einfach immer weiter in dem Kessel rührt, den man halt schon immer kennt. Ganz genau, ganz genau. Genau. Wir haben jetzt hier auch eine Frage, oder besser gesagt, es ist eine Frage, aber ich glaube, die schauen wir später an. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt erstmal zu den verschiedenen Stufen oder Möglichkeiten, denn so habe ich das jetzt aufgefasst, dass man eben eine Immutability auf verschiedenen Wege erreichen kann. Absolut, genau. Genau. Immutability auf verschiedenen Wegen, das heißt, ich muss mich am Ende für irgendwas entscheiden oder für eine Kombination entscheiden und das Ziel daraus, auch um das nochmal vorwegzunehmen, das Ziel daraus aus meiner Sicht ist natürlich der Ransomware-Schutz oder natürlich die erhöhte Sicherheit, aber auch die reduzierte Komplexität. Weil je weniger komplex das Ganze ist, desto leichter kann ich es testen, kann recovern, kann es ausprobieren und vor allem desto weniger Gefahr laufe ich, dass in der Verwaltung von meinen 300 Maschinen, die hinten Backup machen, eine davon vielleicht einen Angriff hatte, wenn ich das Ganze reduzieren kann in der Komplexität und vielleicht ein Storage habe, das ich selber manage, dann wird das alles viel schöner. Aber jetzt gehen wir mal auf die einzelnen Bereiche ein. Ich fange mal ganz vorne an mit den sogenannten Continuous Snapshots. Continuous Snapshots ist eine ganz einfache Idee und eine ganz einfache Logik, eigentlich, die mir Sicherheit generiert. Ich nehme ein Filesystem, das, ganz wichtig, nicht lokal angeschlossen ist, also kein Zahnspeicher, weil wir wissen, lokal angeschlossen oder Block Storage oder vielleicht auch die internen Festplatten kann ich natürlich manipulieren. Ich kann sie formatieren, ich kann sie verändern. Das heißt, dort kriege ich meine Daten in der Form nicht abgesichert. Nehme ich einen Netzwerkspeicher, der übers Netzwerk erreichbar ist, habe ich eine definierte Schnittstelle, die reingeht. SMB-Protokoll, NFS-Protokoll als Beispiel. Und der Server verwaltet den Storage, der drinnen hängt. Und nicht von außen wird der Storage verwaltet. Damit kann ich über diese Verwaltung, die innerhalb des Servers passiert, natürlich sagen, und regelmäßig erstelle ich mir einen Snapshot. Dieser Snapshot ist nach außen, ganz wichtig, bitte nicht sichtbar. Auch die Frage hatten wir schon, ob man dann ganz einfach im Windows Explorer über Previous Versions hin und her marschieren kann. Nein, weil dann wäre es auch wieder angreifbar. Sondern diese Version ist wirklich rein in dem Storage, das es verwaltet, administrativ abgelegt und auch nur dort administrativ verwaltbar. Und von außen als Angreifer, jetzt nehme ich mal die Angreifersicht, sehe ich ein Filesystem, wo Daten liegen
und die verändere ich, die lösche ich und bin am Ende des Tages happy, weil ich alles gelöscht und verändert habe und denke, ich habe das Unternehmen jetzt in der Mangel und kann erpressen. Und der Admin schaut am nächsten Tag rein, sieht die E-Mail, geht auf sein Storage, sagt Snapshot von gestern Mittag um 12 Uhr und hat den Stand von gestern Mittag um 12 Uhr wieder. Und der Angreifer steht mit leeren Händen da. Das ist das Ziel von den Continuous Snapshots. Das heißt, im Hintergrund auf dem Filesystem sozusagen Zwischenstände generieren, die aufgehoben werden für eine gewisse Zeit, sodass ich jederzeit wieder zurückrollen kann. Und ja, zurückscrollen kann in der Zeit, wenn man so will. Continuous Snapshots hat natürlich auch wieder einen Nachteil. Alles hat einen Vorteil und einen Nachteil, ganz klar. Bei Continuous Snapshots verbrauche ich natürlich Speicherplatz, denn ich kann nie beurteilen, wer macht denn diese Veränderung. Ist es jetzt die Backup-Software, die gerade das Full-Backup überschrieben hat, mit einer neuen Version, weil es ist Monatsende? Oder ist es der Angreifer, der das Full-Backup überschrieben hat, weil es ist ein Angreifer? Das kann ich nicht beurteilen. Das heißt, in beiden Fällen muss ich dieses Backup, das vielleicht meine Backup-Software auch löschen wollte, noch für eine gewisse Zeit aufheben, um die Sicherheit zu generieren. Denn ich weiß nicht, was für ein Angriff es war oder was für ein Fall es war. Das heißt, Vorteil an der Stelle, sehr, sehr einfach zu implementieren. Ich brauche keine spezielle Schnittstelle. Ich verwalte das Ganze einfach in meinem NAS-Speicher. Nachteil von dem Ganzen, es verbraucht natürlich ein bisschen mehr Speicherplatz. So, wo setze ich das jetzt ein? Sicherlich nicht für meine Backups, die ich die nächsten 10 Jahre aufhebe. Wobei, da wären wir dann eh schon bei Archiv, das würde ich eh nicht empfehlen, weil wenn ich irgendwas über die Zeit aufhebe, ist es archivierungspflichtig, dann gehört es rechts unten in den Hardware-Wurm. Aus meiner Sicht, ganz klar. Continuous Snapshots ist etwas für kurze Zeit. Das heißt, ich brauche einen Speicher, der eine Performance hat, der schnell sein muss, I/O-Durchsatz, um auch sehr schnell auf mein Backup wieder zurückzukommen, aber möchte eine Sicherheit darin generieren. In einem klassischen Backup-Konzept, wo ich sage, ich habe als erstes mal mein Business Continuity Layer, das heißt, mein erstes Backup muss so schnell wie möglich wieder online sein, am besten in Nullzeit, weil da geht es mir darum, dass wenn eine Maschine ausfällt, dass sie sofort wieder startet. Der Layer mag vielleicht über sowas abgesichert sein, vielleicht auch nicht. Das ist diskussionswürdig. Der zweite Layer, wo ich sage, hier hebe ich mir die Backups für meinethalb einen Monat oder 2 Monate auf, der wäre genau ein klassisches Beispiel für die Continuous Snapshots. Weil dort brauche ich vielleicht habe ich auch den ersten gar nicht, den Business Continuity Layer, gerade in kleineren Unternehmen, sondern gehe direkt in diesen Bereich rein und sage, ich schreibe auf den Diskspeicher, hebe es für 2 Monate, 3 Monate auf und danach lösche ich es wieder, möchte aber eine Sicherheit generieren. Genau an der Stelle sind die Continuous Snapshots perfekt. Vielleicht noch eine ganz kurze Ergänzung, weil du vorher erwähnt hast, dass die Archivdaten da natürlich nicht hingehören. Da spielen dann auch so Sachen wie die DSGVO mit rein, die ich natürlich dann über eine entsprechende Archivsoftware deutlich besser steuern kann, als wenn ich jetzt das wirklich so versuche, händisch irgendwie hinzuwürsteln. Genau, ganz genau. Vor allem, vielleicht nehme ich gleich auf den Ball, vielleicht dann nochmal auch fürs Bewusstsein. Ich habe vorher gesagt, ein Backup funktioniert so, dass ich meine Infrastruktur zusammensammle und einen großen Ball irgendwo hinschreibe. Das ist das Full Backup. Wenn ich das jetzt einmal in der Woche mache, dann habe ich einmal in der Woche diesen Ball wieder abgelegt. Wenn in diesem Ball ein Viertel davon meine Katzenfotos sind, das ist ein schlechtes Beispiel, weil nicht DSGVO-pflichtig, aber angenommen, meine Katzenfotos wären DSGVO-pflichtig und ein Viertel von diesem Ball sind eben diese, dann werde ich mit jedem Backup genau das gleiche Viertel wieder ablegen. Das ist nicht nur ineffizient, sondern das kostet mich auch wahnsinnig viel Geld, weil das brauche ich in meinem ersten Backup-Speicher, in meinem zweiten Backup-Speicher, also Business Continuity, Backup-Archiv für ein paar Monate, also Backup-Archiv, ganz wichtig, vielleicht auch in meinem Airgap. Das heißt, umso mehr Bricks oder vielleicht auch noch Tapes ziehe ich am Ende raus. Und da ist es viel sinnvoller, diese Katzenbilder dediziert auf dem Hardware-Wurm abzulegen. Hardware bedeutet, da kann keiner angreifen. Da kommt noch nicht mal ich dran und kann die Daten verändern. Die sind dort geschrieben und gesetzt, sind DSGVO-sicher abgelegt. Und dann kann ich die ganz getrost aus dem Backup rausschmeißen, weil die sind so sicher, wie ja, die restlichen 3 Bereiche auch nicht werden können. Ganz, ganz wichtig, ja. Sehr gut, ja. Aber nochmal von den Continuous Snapshots, wenn ich jetzt weiterdenke, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte aber gerne die Daten vielleicht für längere Zeit aufheben. Längere Zeit sind vielleicht auch schon 6 Monate. Wenn ich sage, 6 Monate möchte ich Sicherheit generieren, würde das bedeuten mit den Continuous Snapshots, dass ich natürlich 6 Monate auch mehr Datenspeicherplatz mit einrechnen muss. Bei großen Datenmengen tut mir das sehr weh. Das heißt, da muss ich irgendeine Lösung finden, die nicht mehr aus Sicht des Speichers agiert und sagt, okay, und
Ich hebe jetzt immer im Nachhinein noch 6 Monate von jeder Version auf, weil ich weiß ja nicht, wer es geändert oder gelöscht hat, sondern ich muss eine Schnittstelle finden, die mit der Backup-Software kommunizieren kann. Das heißt, wo die Backup-Software proaktiv sagen kann, ich gebe dir jetzt eine Datei und die soll bitte für 6 Monate aufgehoben werden. Das heißt, ich hebe sie nicht mehr am Ende nach der Löschung 6 Monate auf, sondern ich weiß am Anfang beim Schreiben schon, dass ich sie in 6 Monaten wieder löschen lassen darf. Und das ist dann die Object-Logging-Schnittstelle. Das heißt, über die S3-Schnittstelle mit dieser Funktion des Object-Loggings kann ich, das ist übrigens sehr ähnlich zu unserem Hardware-Wurm, eine Retention mitgeben. Das heißt, ich lege eine Datei ab und sage, diese Datei hat eine Lebenszeit von meinethalben 6 Monaten. Und dann kümmert sich der Speicher hinten darum, dass er diese Datei nicht löschen lässt, egal wer da kommt und egal was ich treibe. Das ist Immutability in dem S3-Layer. Genau, jetzt haben wir einmal die kurze Aufbewahrung für einige Wochen, die mir natürlich hinten raus ein bisschen Speicherplatz kostet. Wir haben die S3-Schnittstelle. Ich habe gesagt, alles hat einen Vor- und einen Nachteil. Die S3-Schnittstelle bricht natürlich alles in sehr kleine Pakete runter, ist dementsprechend meistens sehr RO-lastig und dementsprechend auf drehenden Platten langsamer, als wenn ich das Ganze mit den Continuous Snapshots mache. Weil Filesystem ist nun mal schneller als die S3-Schnittstelle, zumindest beim lokalen Speichern. Oder wenn ich es in die Cloud rausschiebe, dann ist natürlich dann der limitierende Faktor meine Warnschnittstelle höchstwahrscheinlich oder dann der S3-Speicher dahinter. Das heißt, schneller Restore, sehr schneller Restore, sehr schnelles Wegschreiben, bin ich eher in dem ersten Bereich, Continuous Snapshots. Nächste Stufe dazu wäre die S3-Schnittstelle, da wird es ein bisschen langsamer, aber dafür weniger Speicherplatzverbrauch. Das kann ich natürlich sagen, ich möchte aber gerne auch noch etwas, was egal, was für ein Angriff kommt, egal wie digital der Angriff ist und egal, welche Hardware der knacken kann, nochmal mehr Sicherheit bietet. Oder ich schließe einfach nur eine Cyberversicherung ab und die sagt, hey, da muss aber irgendwas offline sein. Dann komme ich zum Airgap. Und das ist ganz wichtig, das möchte ich nochmal kurz darauf hinweisen. Der Airgap, also ein Medium, das entnommen wird, oder wie manche sagen, ein Medium, das offline ist, machen einen Unterschied. Wenn ich das Ganze mit einer Tape-Library abbilde und ich sage, meine Tape-Library wird ja automatisch offline gesetzt in dem Moment, wo das Tape entladen wird. Das heißt, die Backup-Software sagt, Tape ist geschrieben, bitte entladen, wird aus dem Laufwerk genommen, ist für jeden Angreifer das Erste, was gelöscht wird. Weil in der Backup-Software allein kann ich schon sagen, bitte lösche alle Tapes, die du findest. Oder mit den entsprechenden Kommandos auch auf der Command-Line. Das heißt, über den Fiber-Channel-Kanal rüber auf die Tape-Library, bitte jedes Tape, das verfügbar ist, laden, löschen, fertig. Daten sind weg. Das heißt, der Airgap ist wirklich physikalisches Entnehmen. Und physikalisches Entnehmen bedeutet natürlich dann auch, es ist zum einen, es dreht sich nichts bei uns mit den Festplatten. Es ist kein Strom drauf und damit kommt auch keiner dran und kann Daten verändern oder Daten löschen. Aber natürlich ist es ein Verwaltungsaufwand. Jeden Tag einen Brick oder etwas Vergleichbares rauszuziehen, würde ich nicht empfehlen, sondern das eher als den letzten doppelten Boden nochmal mitzunehmen für meine Backup-Daten, die ich dann vielleicht über das halbe Jahr hinaus auch noch monatlich für ein Jahr aufheben möchte oder als Jahresbackup nochmal irgendwo hinlegt für den Worst Case. Mhm. Aber auch da bitte immer nochmal zurück zum Anfang, from scratch und überlegen, wie alt dürfen die Daten eigentlich sein, die ich dort habe, dass sie überhaupt noch Sinn machen. Weil das ist auch ein großer Fehler, den ich mir häufig merke, dass versucht wird, die Daten so lange wie möglich aufzuheben und zwar so möglich alles, weil man weiß ja nie, was passiert. Was am Ende aber das Backup-Konzept dahin beeinflusst, dass es extrem umfangreich wird, extrem komplex wird und extrem teuer wird, sondern eher dediziert schauen, welche Daten müssen wirklich lang aufgehoben werden. Da sind wir gleich wieder beim Thema DSGVO, Hardware-Wurm, hatten wir gerade schon. Und welche Daten sind vielleicht sogar schon nach einem Monat outdated? Wo sind meine Datenbanken, die sich im Millisekundenbereich verändern, wo ein Stand von vor einer Woche nicht mehr nutzbar ist? Sehr, sehr guter Punkt. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, bitte wundern Sie sich nicht, wenn ich hier mal auf die Seite schaue. Da ist nämlich mein Chatfenster und Ihre Fragen kommen jetzt langsam richtig reingeprasselt. Ich bin hier so ein bisschen am Sortieren, René, welche wir gleich vielleicht beantworten lassen von dir. Und ich habe mir jetzt 2 notiert für später. Aber hier sind 2, die passen, glaube ich, ganz gut. Und zwar das eine war, wie sicher ist das Object-Locking? Also bezieht sich jetzt hier auf S3-Object-Locking. In der Grafik auch. Also das Object-Locking selber, wie definiert man Sicherheit? Da sind wir gleich wieder am Anfang von der Präsentation. Das Object-Locking selber ist natürlich ein Mechanismus, der dafür designed ist, Daten
Veränderung zu unterbinden oder eine Immutability zu schaffen. Das heißt, alles, was dort passiert, passiert in dem Server, der diese Daten auffängt. Das heißt, in meinem S3-Server. Die Schnittstelle, die ich von außen auf diesen Server habe, ist nur die S3-Schnittstelle. Das heißt, ich kann nur, S3 funktioniert über HTTPS-Protokolle, das heißt, ich kann nur über dieses Protokoll damit kommunizieren und kann Anforderungen stellen. Diese Anforderungen, die ich stelle, kann der Server beantworten oder auch nicht. Wenn der Server sagt, ich beantworte diese Anfrage nicht, die Daten zu löschen, weil ich der Meinung bin, Daten müssen länger aufgehoben werden, dann habe ich über diese Schnittstelle und über diesen Kanal keine Möglichkeit, die Daten zu verändern. Grundsätzlich ist natürlich für alle Bereiche, die jetzt hier stehen, immer die Frage, wer kommt denn dann hinten an die Verwaltung dran? Weil irgendwo muss ich einen administrativen Weg haben, um ein System zu administrieren. So ist nun mal der Name und so ist nun mal gegeben. Und da ist das ganz Wichtige, dass ich natürlich diesen administrativen Zugang, da sind wir wieder bei den vielen Hürden, auch entsprechend absichere. Und da ist State of the Art, Zwei-Faktor-Authentifizierung, sodass ich wirklich ausschließen kann, dass ein Angreifer im Unternehmen an diese Schnittstelle kommt, dort überhaupt irgendwas verändern kann, Daten, ja, Verwaltung verändern kann, vielleicht die IP-Adressen verändern kann oder ähnliches. Das heißt, dass wirklich die Abschottung der Hardware selber eigentlich der ausschlaggebende Punkt. Sehr gut. Also ich denke mal, die ist wirklich sehr gut auch erklärt, die Frage. Jetzt kommt hier noch so eine Art Einwand. Egal, ob die Backups nicht mehr manipuliert werden können, was ist denn, wenn die Malware oder in dem Fall jetzt Ransomware vielleicht auch auf dem Backup unerkannt ist und ich dies dann wieder, also unerkannt, einspiele? Gibt es dafür eine Lösung? Ich denke mal, das ist wirklich ein berechtigter Einwand. Und er fügt hier noch hinzu, dann könnte doch der Angreifer die Malware immer wieder aktivieren, wenn es erkannt bleibt. Absolut. Absolut guter Punkt. Das war vorhin ein bisschen mit dieser, oder betrifft diesen Bereich, wo ich vorhin probiert habe zu erklären, wenn ich jetzt meine Backup-Software habe und die unterstützt schon eine Ransomware-Sicherheit. Das ist genau der Punkt, dass ich sagen muss, beim Lesen der Daten muss natürlich die Backup-Software sich darum kümmern und schauen, sind diese Daten eventuell schon mit Ransomware befallen oder mit einem Angreifer befallen oder sind die Daten clean? Und genauso auch im Recovery-Fall, bevor ich Daten zurücklese, muss ich natürlich eine Möglichkeit haben, über die Backup-Software diese Container, die dort abgelegt sind, zu öffnen und zu prüfen, bevor ich sie natürlich aktiv in meine Infrastruktur wieder reinschmeiße. Das ist absolut richtig, gebe ich Ihnen recht. Das ist ein Bereich, der uns wiederum weniger betrifft, weil da geht es wirklich um den Inhalt der Daten und nicht um das Backup-File an sich, sondern um den Inhalt des Backup-Files. Und das ist das, was die Backup-Software unter Kontrolle haben muss. Aber was natürlich am Ende ganz wichtig ist, ist, dass ich beides betrachten muss und dass mir am Ende beides eine Sicherheit bringen muss. Und was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, was den meisten nicht bewusst ist, wenn ich wirklich einen Ransomware-Angriff habe, der schon so weit durchgeschlagen hat, dass ich merke, auch mein Backup ist vielleicht befallen, auch schon mal vielleicht. Da geht es nicht darum, dass ich innerhalb von 2 Minuten alles wieder anstarte, sondern die meisten Best Practices, die ich bisher gesehen und gelernt habe von den Experten, die dann sich um solche Fälle kümmern, ist, ich muss erstmal Analyse betreiben, um rauszufinden, wie ist der Angriff überhaupt reingekommen, weil erst dann kann ich verstehen, was muss ich eigentlich zurückspielen und was kann ich, darf ich nicht zurückspielen, weil es mag ja vielleicht nicht nur ein Ransomware sein, sondern vielleicht hat er sich einfach ein Benutzerkonto im Active Directory angelegt und kommt jederzeit wieder rein. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, beim Restore geht es meistens den Weg, dass die Maschinen frisch aufgesetzt werden und wirklich nur die Daten einzeln restored werden. Und dann wirklich sehr, sehr genau beim Restore geprüft wird, ist dort schon etwas drinnen, ist dort ein Angriff drin, ist da ein Ransomware drinnen oder ähnliches. Also auf jeden Fall auch in dem Fall auch planvoll vorgehen. Genau. Genau. Ganz genau. So, Hardware-Warm, gehst du da jetzt nochmal drauf ein? Oder? Ja, den Hardware-Warm möchte ich unbedingt nochmal zum Thema Backup mit dazu nehmen, weil der Hardware-Warm ist für den Backup-Bereich eigentlich der falsche Ansatz. So leid es mir tut, weil ich liebe unseren Hardware-Warm, aber im Bereich des Backups ist er eigentlich falsch angesiedelt, weil ein Backup hat, wenn ich alles richtig gemacht habe, den Anspruch, dass ich es auch nach einer gewissen Zeit, und das sind keine 10 Jahre, wieder lösche oder überschreibe. Das heißt, der Hardware-Warm ist wirklich dieser Bereich, der rein für Revisionssicherheit, rein für Archivierung von Daten da ist. Aber wo trifft sich das im Backup wieder? Das hatten wir gerade schon mal kurz angeschnitten. Alles, was da drinnen liegt, kann ich aus dem Backup rausnehmen. Das heißt, Continuous Snapshots, S3 Object Locking, Airgap wird kleiner, günstiger, wenn ich einen Hardware-Warm dazu nehme. Ganz wichtiger Punkt. Okay. Ja, das sind jetzt 4 Möglichkeiten und wirklich alle sehr, sehr gut beschrieben, auch mit Vor- und Nachteilen. Aber als Unternehmen, was nehme ich denn jetzt
von den vieren? Also Hardware Warm jetzt wahrscheinlich als einzeln nicht, aber wie gehe ich da jetzt vor? Welche Strategien mache ich oder was wähle ich da jetzt aus? Also, ich springe mal kurz auf die nächste Folie. Was, glaube ich, wichtig ist, ist, dass ich am Ende eine Lösung finde, die mich in diesen vier Bereichen oder diesen vier Möglichkeiten unterstützt zum einen und zum anderen natürlich jemanden, der sich damit auch auskennt. Das heißt, dass ich wirklich sehr, sehr dediziert anschaue, welche Datenbereiche habe ich, welche Speicherbereiche, Speicherklassen habe ich, also auch in der Quelle, welche Maschinen muss ich vielleicht tatsächlich im Minutentakt sozusagen sichern, welche Maschinen sichere ich vielleicht einmal in der Woche, weil die Daten sich nicht so stark verändern. Und dann wirklich unterscheide, was davon ist denn jetzt in welchem Bereich vom Backup angesiedelt? Was davon ist vielleicht im Bereich Business Continuity angesiedelt und ist ohnehin schon outdated in dem Moment, wo ich es gebackupt habe? Was ist vielleicht eher in dem Bereich angesiedelt, wo ich sage, ich möchte es für eine Zeit von einem Monat aufheben? Was ist in dem Bereich angesiedelt, Bereich von einem Jahr aufheben? Und was ist der Bereich, wo ich sage, das ist mein doppelter Boden oder das ist meine Absicherung für die Versicherung, eine Entnahme, ein Airgap? Also man kann die Bereiche sehr, sehr schön runterbrechen, aber ich glaube, hier ist wirklich wichtig, ins Gespräch zu kommen, weil es klingt sehr komplex, aber es ist eigentlich, wenn man es in einem System anbieten kann, sehr flexibel. Das heißt, ich kann jeden Bereich adressieren, jeden Bereich sehr sauber abgetrennt definieren und kann am Ende damit sehr, sehr einfach mir auch ein Backup-Konzept aufstellen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, da geht es wirklich darum, dass man sich es genau anschaut, weil das habe ich gelernt. Jedes Backup ist anders, jede Anforderung ist anders und da ein White Paper zu machen, wo man sagt, jedes Backup muss so ausschauen, das funktioniert einfach nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei. Genau, das sind einfach die Ansprüche oder auch die Anforderungen zu unterschiedlich und vielleicht hier auch nochmal an der Stelle der Aufruf, sich beraten zu lassen, ja, von einem Systemhaus oder eben vom Hersteller oder in dem Fall eben von Fast LTA direkt und dann vielleicht auch einfach den Bedarf rauszufinden. Genau. Ganz genau. Okay, bist du soweit durch, René, oder möchtest du noch über die Silent Bricks was noch ein bisschen spezifizieren? Ich würde von der Zeit her sind wir relativ knapp, aber... Genau, ich würde nur kurz einen Abschluss machen, einfach nur mal das zusammenzufassen, was ich gerade alles erzählt habe, weil das war jetzt doch recht viel. Das haben wir eine Stunde fast gesprochen. Richtig. Zusammengefasst, die Möglichkeiten, die ich habe, sind alle tatsächlich Möglichkeiten, die aber für unterschiedliche Bereiche gelten. Und das Wichtige aus meiner Sicht ist tatsächlich, dass ich zum einen Ansprechpartner habe, der sich mit allen auskennt und vor allem, und da komme ich dann auf das Silent-Brick-System, ich habe ihn gerade schon mal hochgehalten, eine Lösung habe, die sich zum einen selber managt, also selber überwacht, über seine Daten Bescheid weiß und die Daten selber überwacht und zum anderen so flexibel ist, dass es alle Bereiche abbilden kann, sodass ich nicht für jeden dieser Bereiche, weil ich vielleicht jeden brauche, eine eigene Hardware hinstellen muss und die Komplexität erhöhe, sondern das alles schön in einem System abbilden kann. Das aber, wir sind LTA, wir machen Langzeitarchivierung seit 2008, wirklich auf Fokus auf Sicherheit und Fokus auf keine Daten verlieren setzt. So, das wäre mein Abschlusswort dazu gewesen. Vielen Dank, René, erstmal. Wir kommen jetzt gleich noch zur Frage-Antwort-Runde. Ich habe nämlich drei Fragen noch notiert, die wir natürlich jetzt nicht übergehen wollen. Einen kurzen Hinweis will ich noch vorher loswerden. Das komplette Webinar wird nämlich auch aufgezeichnet. Sie können es dann ab Montag auf Storage Insider abrufen. Das heißt, diejenigen, die jetzt Punkt 11 dann uns verlassen müssen, weil ein anderer Termin in Folge dann eben stattfindet, können Sie sich natürlich auch das downloaden. Im Chatfenster habe ich Ihnen außerdem die Kontaktdaten unseres Referenten oder genauer gesagt seine Mailadresse eingegeben. Also wenn Sie im Nachgang noch Fragen haben, können Sie sich auch jederzeit mit dem Herrn Weber in Verbindung setzen. Immer gern, ja. So, die meisten Fragen haben wir ja schon oder hast du ja schon während der Präsentation selber beantwortet. Aber drei, wie gesagt, habe ich jetzt momentan hier noch auf der Pfanne. Und zwar erstens, wir haben unsere Daten auf der Box Cloud. Also es geht jetzt hier tatsächlich um einen speziellen Anwendungsfall. Diese ist mit dem Backup natürlich auch georedundant, was sehr löblich ist, genau. Mhm. Allerdings haben wir die Security-Lösung nicht direkt von Box gekauft, sondern Trend Micro Cloud App Security. Das heißt, die Daten werden gescannt, wenn diese hoch und runter geladen werden. Box hat hier den Vorteil, dass alle Ordner virtuell getrennt sind. Ist dies Ihrer Meinung nach sicher? Sehr gute Frage. Oder wie sicher? Oder wo sind die Lücken, würde ich jetzt vielleicht nochmal spezifizieren. Na gut, am Ende, also klar, wenn ich die Daten natürlich in einem Cloud-Anbieter oder bei einem Cloud-Anbieter ablege und der Transfer in irgendeiner Form abgesichert ist, dann habe ich zumindest schon mal hoffentlich die Sicherheit, dass zumindest beim Hochladen der Daten in den Backups keine
Trojaner sich verstecken, sofern sie dann schon bekannt sind oder spätestens beim Download der Daten die Trojaner nicht oder die Trojaner dann erkannt werden. Das heißt, das ist genau diese Sicherheit, die wir jetzt vorhin schon mal mit der Backup-Lösung in der Mitte gezeigt haben. Aber was natürlich den Speicher dahinter angeht, den der Cloud-Provider einsetzt, da kann ich wenig drüber sagen. Das ist natürlich etwas, wo man den Cloud-Provider aktiv fragen müsste, wie schaut es bei euch aus? Habt ihr eine Ransomware-Absicherung? Was passiert denn, wenn bei euch wirklich ein Angriff passiert? Weil eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, ist der Cloud-Provider in dem Falle ihre IT-Abteilung fürs Backup und da muss man mit der IT-Abteilung fürs Backup reden und genau die Frage stellen von vorher und hoffen, dass sie dann entweder ja oder nein und nicht weiß nicht sagen. Ja, weiß nicht wäre in dem Fall natürlich schwierig, weil dann stochert man weiter im Unsicheren. Okay, vielen Dank. So, dann hier die nächste. Was muss bezüglich Backup beachtet werden, wenn das Unternehmen komplett in der MS-Cloud lebt? Also das ist ja sicher auch keine Seltenheit, dass gerade die Cloud natürlich benutzt wird und parallel natürlich auch zu anderen. Also komplett in der MS-Cloud ist natürlich spannend. Wenn ich gar keine Hardware mehr vor Ort habe, für die ich ein Backup laufen lassen muss, ist natürlich am Ende die spannende Frage, gibt es in der MS-Cloud von diesem Anbieter oder bei dem Anbieter selber, bei Microsoft, die Möglichkeit, Backups wirklich mitzunehmen, die dann auch eine entsprechende Sicherheit mit sich bringen. Also es gibt viele, die aus der Microsoft-Cloud tatsächlich die Backups oder zumindest Backups von gewissen Daten, allein schon aus, ich möchte es gerne auch bei mir haben für den Worst Case, gerade wenn es um sehr sensible Daten geht, dann nochmal ein Backup runterziehen. Das muss ich natürlich auch lokal wieder ablegen, da komme ich gleich wieder zu den gleichen Anforderungen. Es gibt auch tatsächlich viele, die sagen, wenn es schon in der Cloud liegt, mache ich auch ein Backup in die Cloud. Dann wird sich vielleicht anbieten, vielleicht nicht dann von Microsoft zu Microsoft, weil dann verändere ich nichts an der Situation, sondern dann vielleicht einen anderen Cloud-Provider, der vielleicht andere Sicherheitsmechanismen hat, mitzunehmen. Und da auch immer die Frage, in welchem Land darf der dann sein? Da kommen dann die rechtlichen Auflagen mit dazu. Aber kurz gesagt, es ist bekannt, bei Microsoft muss man sich um ein Backup kümmern. Wenn man das selber in irgendeiner Form macht, wunderbar. Und dann bitte den Backup-Speicher auch nochmal beleuchten. Gibt es da eine Möglichkeit, das wird höchstwahrscheinlich dann über eine S3-Schnittstelle zum Beispiel laufen, Object-Locking zu aktivieren und das aktiv zu nutzen und welche Sicherheit garantiert mir der Cloud-Anbieter? Hier an der Stelle habe ich noch die Gelegenheit, kurz auf unsere Seite nochmal zu verweisen, Storage Insider, da haben wir nämlich eine kleine Serie zum Microsoft 365 Backup und wie du sagst, ist ja jetzt nicht gerade selten. So, wir haben aber jetzt hier noch zwei Fragen. Tatsächlich ist noch mal eine reingekommen zu den Super. Silent Bricks selbst und ich denke mal, die wollen wir auf gar keinen Fall unterschlagen. Wird Local Deduplication durch Silent Bricks unterstützt, unabhängig von der Backup-Software? Nein, also wir fahren auf unserem Speicher keine aktive Deduplizierung. Allein schon aus dem Grund, dass die meisten Backup-Lösungen inzwischen auch eine sehr clevere Deduplizierung mitbringen. Aber unabhängig von der Backup-Software davor, wir fahren keine Deduplizierung innerhalb des Speichers, weil wir zum einen Thema Sicherheit und zum anderen natürlich, wenn ich sehr viel für die Sicherheit tue, ist die nächste Stelle, dass ich schaue, dass die Performance dann auch noch das Maximum rausholt und die Deduplizierung ist nun mal nicht dafür bekannt, dass es Performance generiert, sondern eher das Gegenteil. Dafür spart es Speicherplatz, aber dafür bieten wir natürlich mit drehenden Platten auch einen bezahlbaren Speicher, auch in großen Segmenten bis 5 Petabyte an. Also ich glaube, da geht schon einiges rein. Eine Deduplizierung haben wir aber an der Stelle nicht drin. Sehr schön, also eindeutige Antwort. So, und als Abschlussfrage haben wir noch was, das finde ich sehr pragmatisch, aber vielleicht kannst du da auch dazu was sagen. Wie sieht es denn mit der Laufzeit eines solchen Systems aus? Wie lange kann ich es nutzen? Denn das ist, denke ich mal, auch für viele Admins eine wichtige Frage oder auch natürlich für die Unternehmen insgesamt. Ja, das ist auch tatsächlich, das passt wunderbar zu der Frage von da vorne mit der Deduplizierung, weil am Ende geht es ja auf die Gesamtkosten eines Systems immer runtergebrochen, auch mit über die Laufzeit. Wenn ich sage, ich kann das System 3 Jahre betreiben, dann muss ich die Gesamtkosten auf 3 Jahre berechnen. Und dann ist natürlich der Speicher extrem günstig, wenn ich wahnsinnig viel deduplizieren kann. Kostet mich Performance, dafür auf 3 Jahre gerechnet sehr günstig. Bei uns ist es anders. Bei uns kann man den Speicher tatsächlich für bis zu 10 Jahre in der Wartung halten. Bis zu 10 Jahre sage ich jetzt, weil ich nicht weiß, was in 10 Jahren ist. Aber erfahrungsgemäß, ich habe vorhin schon mal kurz gesagt, seit 2008 machen wir Langzeitarchivierung. Und die Kunden, die 2008 angefangen haben, haben immer noch ihren Speicher und erweitern den Speicher noch und steigen jetzt gerade sogar teilweise um auf eine Nachfolgegeneration, die einfach seamless weiterarbeitet. Das heißt, ich brauche keine Migration planen. Und das ist auch unser Bestreben, dass wir wirklich sehr lange Partnerschaften haben,
Und ich glaube, das merkt man bei uns auch in allen Bereichen, sowohl im Vertrieb als auch dann später im Service, der bei uns im Haus sitzt. Wir sind immer darauf fokussiert, dass wir mit Kunden zusammen mindestens 10 Jahre sehr gut auskommen. Und gerade keine Migration, das werden mit Sicherheit viele gerne hören. Ja. Denn das ist natürlich ein großes Ärgernis und auch sehr zeitaufwendig. Ja, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, damit sind wir auch am Ende unseres Webinars angelangt. Sorry, dass wir ein bisschen überzogen haben, aber ich denke mal, das Thema und auch die Fragen waren es auf jeden Fall wert. Ich möchte mich ganz herzlich für Ihr Interesse bedanken und an der Stelle nochmal den kurzen Hinweis auf unsere Seite, das Deutsch Insider, loswerden, wo Sie dann ab Montag die Aufzeichnung des kompletten Webinars finden. Vor allem bedanke ich mich aber bei unserem Referenten René Weber. Und dem Referenten gebührt auch das Schlusswort. Und deswegen darf ich also noch mal kurz an dich übergeben, René, mit der Bitte um ein zusammenfassendes Schlusswort. Ein zusammenfassendes Schlusswort. Zuallererst auch nochmal vielen Dank an dich. Hat mir sehr viel Spaß gemacht in der Form. Und mein Schlusswort dazu ist tatsächlich, bitte, wenn es ums Backup geht, nochmal von vorne anfangen, so schwer es auch ist. Den Kopf nochmal freimachen, wirklich zu überlegen, was sind die Anforderungen, was sind die Bedürfnisse, welche Daten habe ich tatsächlich, welche Wege, die ich bisher gefahren habe, sind vielleicht nicht mehr die aktuellsten oder kann man vielleicht auch abtreiben. Und dann kommen Sie auf uns zu. Kommen Sie auf die Partner zu, die mit uns arbeiten. Gemeinsam, glaube ich, finden wir für ziemlich alles eine Lösung, weil Sie haben ja gesehen, Immutability ist bei uns groß geschrieben, Datensicherheit genauso. Und es gibt viele Wege, die nach Rom führen und die meisten Wege führen am Ende zu einem Silent Brick. Sehr schön, vielen Dank. Und damit darf auch ich mich von Ihnen verabschieden, bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen und Servus aus Augsburg und vergessen Sie nicht, Ihre Daten zu sichern.